So. Religiöser Komplott ist wieder ein bisschen gestiegen. Also die Engel der himmlischen Gerechtigkeit waren eben bei irgendwie 170 Mitgliedern, aber der Balken ist noch nicht voll. Das war schon mal schlimmer, auf über 800. Und wir haben auch, es gab sogar einen tatsächlichen Anschlagsversuch auf uns. Wir behalten das im Auge. Arbeitslosigkeit sinkt weiter, BIP steigt und wir haben ein Dilemma. Oh, das ist ein schönes Dilemma. Anfertigung von Backwaren für homosexuelle Kunden. Man hat die Bäckerei eines gläubigen Paares wegen Diskriminierung angezeigt. Sie weigerten sich, eine Festtagstorte für ein gleichgeschlechtliches Paar anzufertigen, und zwar aus religiösen Gründen, da ihre Kirche Homosexualität ablehnt. In solchen Fällen muss das Gesetz eindeutig geklärt werden. BäckerInnen unterstützen. Sicherlich ist es ein Grundprinzip der Unternehmensführung, unerwünschte Kundenaufträge nicht ausführen zu müssen. Sollten Menschen wirklich dazu gezwungen werden, Arbeit zu tun, die sie als blasphemisch empfinden, nur um einen Kunden nicht zu beleidigen? Es handelt sich hier um eine klare Provokation, da es viele andere Bäcker gibt, die den Kundenwunsch gerne erfüllt hätten. Aha. Oder gleichgeschlechtliches Paar unterstützen. Diskriminierung ist Diskriminierung, unabhängig von der Religion. Wir begeben uns auf dünnes Eis, wenn wir zulassen, dass Kundinnen aus religiösen Gründen abgelehnt werden können, auch wenn dies mit dem Gesetz in Konflikt steht. Es steht ihnen zu, den Lebensstil des Paares zu missbilligen, aber sie haben keinen legitimen Grund, eine Geschäftsabwicklung zu verweigern. Auch das ist ein echter Fall. Auch das ist tatsächlich passiert. Und wenn ich mich recht entsinne, ging das in den USA auch bis zum Bundesverfassungsgericht, also bis zum Supreme Court. Und dort wurde entschieden, dass es ja eine Gewerbefreiheit gibt und dass Bäcker, BäckerInnen, UnternehmerInnen selber entscheiden können, ähnlich wie es hier auch argumentiert ist, mit wem sie Geschäfte machen. Und wenn man es jetzt umdreht, können natürlich auch bestimmte Unternehmen einfach sagen, ich lasse dich hier nicht rein, weil du trägst Badge XY. Grundsätzlich habe ich ein Problem mit Diskriminierungen, egal was da die Basis dafür ist, ob das jetzt eine Gender-Geschichte ist oder was auch immer. Ich bin eher bei dem gleichgeschlechtlichen Paar. Allerdings, ich auch. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass Unternehmen, egal wie groß oder klein, trotzdem die Geschäfte verweigern können. Ansonsten hätten wir möglicherweise auch nochmal eine ganz andere Diskussion, wenn es um das Verbot von den Personen oder das Kicken von Einzelpersonen aus sozialen Netzwerken geht. Die ja unter anderem damit begründet sind, dass die selbstständig entscheiden können, welchen Content sie auf ihren und welche Leute sie in ihren Plattformen haben. Also das ist schon total interessant, wenn man es versucht, nochmal aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, was das dann zur Folge hat. Aber bei dem Dilemma, klar. Die Sachlage ist tatsächlich komplexer, je länger man drüber nachdenkt. Ist total interessant. Ich habe mir angewöhnt, mir das immer noch mal vorzustellen, wenn es um meine Rechte ginge, also das sozusagen umzudrehen. Und dann gibt das Ganze noch mal einen anderen Drall. Aber trotz alledem, ich könnte jetzt hier nicht auf Bäckerinnen unterstützen klicken, ehrlich gesagt. Wie der Text gestaltet ist, mit den vielen Fragen stört mich diese Art und Weise der Argumentation. Sicherlich ist es ein Grundprinzip der Unternehmensführung, unerwünschte Kundenaufträge nicht ausführen zu müssen. Sollen Menschen wirklich dazu gezwungen werden, Arbeit zu tun, die sie als blasphemisch empfinden, nur um einen Kunden nicht zu beleidigen? Ja. Also, ja, das ist so. Du kannst eine... Ne? Also das ist halt, es ist halt ein schmaler Grat. Hier wird nicht alles ganz genau beschrieben. Also da steckt noch so viel mehr drin. Ja. Absolut. Also, ja. Ich möchte eigentlich auch nicht die Bäckerinnen unterstützen an dieser Stelle, weil es wird ja darauf abgestellt, ich bin folgender Überzeugung,
aufgrund religiöser Überzeugung möchte ich nicht, dass diese Menschen, die die was tun, was nach meiner Religion nicht okay ist, also das ist halt schwierig. Also ich möchte das gleichgeschlechtliche Paar eher unterstützen als die Bäckerin, aber ich bin auch nicht total glücklich damit. Das geht mir genauso. Ich glaube, es hat auch einen Grund, warum das in den USA bis zum Supreme Court gekommen ist, weil alle unteren Gerichte genau sich an dieser Frage auch gerieben haben. Ehrlich, wenn diese Bäcker einfach nur gesagt hätten, sorry, Auftragsbücher voll, hätte es die ganze Diskussion nicht gegeben. Aber zu sagen, wir wollen nicht für euch arbeiten, weil ihr ein gleichgeschlechtliches Paar seid, empfinde ich als super diskriminierend und ist es auch. Ja. Und deswegen könnte ich jetzt gerade nicht auf Bäckerinnen unterstützen klicken. Also deswegen klicke ich jetzt hier drauf. Religiöse finden uns wieder doof, Liberale finden uns gut. Und übrigens, das finde ich total schön, The Real Panzer hat gerade im Chat das auch kommentiert und er gesagt, so andersrum gesehen dürften Hotels dann keine Veranstaltungen bestimmter Parteien ablehnen. Und da sind wir genau bei dem Dilemma, was wir auch gerade hatten. Ja. Du kannst dann... Wo setzt du die Grenze? Immer wieder so ein Dilemma, was sich bei Democracy 4 wirklich durchzieht, seit wir das erste Mal gespielt haben. Und bei 3 war das auch schon so. Man muss immer irgendwie abwägen, es wäre jetzt... Es gibt für beides Gründe, für beide Varianten. Ich finde es gut, dass wir dies versucht haben, aus mehreren Perspektiven irgendwie zu beleuchten. Irgendwie auch, er hat es jetzt am Beispiel Hotels gebracht. Ich habe es am Beispiel der sozialen Medien gebracht oder der Plattform gebracht. Was geht nicht. Ich weiß nicht, ob wir in dem Land, was wir hier regieren, eine Antidiskriminierungsgesetzgebung hätten. Da hätten wir nochmal eine andere rechtliche Handhabe, um das einzuordnen. Ich glaube, wir haben es nicht. Und insofern bleibt uns nichts anderes, als jetzt hier so zu entscheiden, wie es für uns, das Praktische, dass wir jetzt gerade das selber entscheiden können, was für uns richtig ist. Und da wirkt Diskriminierung deutlich schwerer. Wir haben hier etwas für ethnische Diskriminierung, Gesetz gegen ethnische Diskriminierung. Und wir haben gleichgeschlechtliche Ehe, auch relativ hoch. Also wir haben das aufgeteilt. Hier haben wir Geschlechtangleichung. Das ist halt hier die Transrechte im Prinzip. Also wir haben das halt aufgeteilt in verschiedene Sachen. Da haben wir auch noch nicht so wirklich drauf geguckt, was es da alles gibt. Und wir waren da bisher auch vorsichtig, einfach weil wir so ein krass konservativ-religiöses Wählerschaft haben, die auch weniger wird, aber ja. Die wir halt haben. Ich guck mal gerade, wir haben hier geschlechtliche Gleichberechtigung. Sind wir auf einem guten Weg nach oben? Ja, aber das denkt ja auch nur in Mann- und Frau-Kategorien. Ja, genau. Naja, sozial konstruierte Geschlechterrollen können in ungleicher Behandlung und Wahrnehmung der Menschen basierend auf ihrem Geschlecht resultieren. Dimension der geschlechtlichen Ungleichheit. Frauen. Okay, aber dann, das ist hier dann nicht mitgedacht. Geschlechtsangleichung, also das wäre, na gut. Also, aber es ist schon, es bildet etwas, jedenfalls zum Teil auch die Komplexität dieses Themengebietes ab, was ich irgendwie schön finde. Aber ja, das mit den Hotels. Spiel so gerne. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt würde ich sagen, lass uns noch ein Päuschen einlegen. Ich muss ein bisschen Wasser wegbringen. Gott sei Dank sieht es ganz gut aus, dass die Frame Drops sich normalisiert haben. Ich hätte jetzt gesagt, lass uns. Und nach der Pause werden die Kanalpunkte, die ausgegeben wurden, also Kanalpunkte gibt es einfach fürs Zusehen,
Ich habe einmal Physik offen und Romy hat Random Politiklexikon offen. Das werden wir danach einlösen. So, und da sind wir zurück. Hallöchen. Schön, dass noch so viele da sind. Und ich habe eben gerade gesehen, dass freundlicherweise der Reinhard Remfort die Politik, Dienstagspolitik hostet. Darüber freue ich mich sehr und ich glaube, ein paar von euch sind über Reinhards Kanal hierher gekommen. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und ein bisschen geblieben seid. Freue ich mich total. Und wir machen jetzt weiter mit Kanalpunkten, die ausgegeben wurden. Die gibt es einfach nur zum, wenn man hier zuguckt. Und da gibt es einmal Romy Random Politiklexikon und ich bin dran mit was Schönem aus der Physik. Aber Romy fängt an. Seite 88, genau. Und da war nicht so viel, hattest du gesagt. Nee, die Seite 88 war mal wieder leer. Und jetzt hat sich Horsti hat sich die Seite 88 gewünscht. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, ob, also wir haben uns vorher nicht abgesprochen, aber irgendwie passen heute alle random Politik-Facts inhaltlich super gut zusammen. Für diejenigen, die gerade neu eingestiegen sind, herzlich willkommen, wenn ihr das erste Mal da seid. Total schön, dass ihr da seid. Und wir unterhalten uns über Politik in unserem Sandkasten, den uns Democracy 4 bietet. Und André erzählt super viel und super spannende Sachen über Physik. Ich lerne jedes Mal was dazu. Und irgendwann kam ich nicht umhin, dann auch mal zu sagen, na gut, ich mache mit in der Kanalpunkte-Runde. Und aus diesem Grunde gibt es zurzeit das politische Handbuch, das Handbuch Politisches System der Bundesrepublik. Und wer Kanalpunkte ausgibt, kann sich eine Seite raussuchen. Und meine Aufgabe ist das, was auf dieser Seite steht, so zu erklären, dass es A, irgendwie halbwegs interessant für euch ist, B, zum Spiel passt und C, vielleicht auch noch die ein oder andere weitere Diskussion auslöst, was durchaus auch mal passieren kann. In diesem Fall haben wir das große Glück, dass das so ein bisschen zusammenpasst. Und wir hatten heute in der ersten Random Politik Facts Runde, waren wir auf Seite 8. Und da ging es um noch so ein bisschen um Traditionslinien und auch das, was die Lehren der Weimarer Republik für das Grundgesetz der Bundesrepublik sind. Und auf Seite 91, das ist die Seite, auf die ich jetzt gehen musste, weil alles andere irgendwie leer war oder nur aus Überschriften oder Gliederung besteht, geht es um erstens Einführung, Verfassung und Verfassungsordnung. Das Grundgesetz ist unsere Verfassung, das wisst ihr höchstwahrscheinlich alle. Und was ganz eigentlich ganz interessant ist, man könnte sich jetzt auch das Grundgesetz, falls ihr sowas zu Hause rumliegen habt, einfach nehmen. Ihr könntet auch mitlesen, ihr könnt auch Fragen stellen, wenn ihr wollt. Und es geht um die Artikel, um den Artikel 1 und um den Artikel 20. Der Artikel 20 wird übrigens gerne auch mal als Verfassung in Kurzform bezeichnet, weil schlussendlich drin steht, worum es geht. In Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, gibt es einen ganz klaren Auftrag. Das heißt, wozu ist die politische, wozu ist es überhaupt da? Wozu dient dieser Staat? Und dieser Staat dient genau dazu, die Würde des Menschen zu schützen, zu achten und das auf allen Ebenen staatlicher Gewalt. Und in Artikel 20 ist das Ganze nochmal so ein bisschen ausdifferenziert. Da geht es unter anderem darum, wie das denn eigentlich alles organisiert ist, auf welcher Grundlage wir hier arbeiten. Ich als Politikwissenschaftler und wer von euch in diesem Staat lebt, demzufolge auch. Und im ersten Absatz, Artikel 20, steht schon mal drin, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Heißt also, wir sind eine Demokratie, wir sind ein Sozialstaat und wir sind ein Föderalstaat. Damit hätten wir schon mal die wesentlichen Staatsstrukturprinzipien der Bundesrepublik abgefrühstückt. Und es steht auch drin, im Absatz 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ich zitiere, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Was wir also jetzt hier sehen, ist, dass in unserer Verfassung, in Artikel 20, schon mal ganz klar drinsteht, es gibt eine Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative. Und die sind alle unabhängig voneinander und die müssen alle wiederum funktionieren. Damit, zu Artikel 1, die Würde des Menschen geschützt ist
Und im Artikel 20 steht ja auch schon drin, wir sind eine Demokratie und so. Und das steht auch drin, dass wir in Absatz 4 des Artikels 20, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Das heißt also, ist eigentlich total spannend, weil wir einerseits es geschafft haben, die Mütter und Väter des Grundgesetzes geschafft haben, in diesen relativ, langweilig klingenden Sätzen, einzelnen Abschnitten, die wesentlichen Punkte unseres Staates zusammenzufassen. Es gibt unverletzliche und unveräußerliche Menschenrechte. Deswegen gibt es bei uns keinen Sklavenhandel beispielsweise. Zumindest ist er verboten. Wenn es ihn gibt, kann der Staat dagegen vorgehen. Wir haben keinen Gehorsamkeitsanspruch dem Staat gegenüber. Es gibt umfangreiche Freiheitsrechte. Das sind quasi die Artikel zwischen 1 und 20. Da stand das Postgeheimnis mit drin und die Meinungsfreiheit, freie Berufswahl, all das steht mit drin. Was einfach nochmal zeigen soll, dass der einzelne Mensch in diesem Staat frei entscheiden kann und nicht vom Staat drangsaliert werden darf. Wenn also euch irgendwann zufälligerweise mal jemand erzählen sollte, dass es keine Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik gibt, dann verwechselt diese Person fundamental, was Meinungsfreiheit ist, mit dem, was vielleicht keinen Applaus verursacht. Also es ist das eine, dass der Staat ein Maß regelt und einen ins Gefängnis wirft, wenn man etwas sagt. Oder aber, dass man, was weiß ich, einen Shitstorm auslöst für das, was man gerade eben gesagt hat. Und wenn man sich öffentlich äußert, muss man damit leben, dass es dafür im Zweifelsfall eben auch keinen Applaus gibt. Und was auch drin steht, ist, wie wichtig Wahlen sind. Wir könnten uns jetzt auch nochmal über die Wahlgrundsätze unterhalten, aber die Wahlen sind der elementare Teil von der Demokratie. Weil nur so gibt es in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit zu überprüfen, zu kontrollieren und gegebenenfalls auch abzuwählen. Also wenn jemand einfach schlechte Arbeit macht, dann kann es halt passieren, dass diese Personen auch abgewählt werden. Und es gibt mehrere Kapitel im Grundgesetz, die alles Mögliche regeln von der Aufgabe des Bundeskanzlers. Also das Grundgesetz ist nicht gegendert, deswegen ist es immer der Bundeskanzler oder der Bundespräsident. Die Rechte und Pflichten von Parteien. Also es ist alles sehr, sehr minutiös aufgeschlüsselt und lässt doch immer noch Raum für offene Fragen, weil ja auch das Grundgesetz nicht einfach so geändert werden kann. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag. Das muss man auch erstmal schaffen. Insbesondere bei einem sehr ausdifferenzierten Parteiensystem. Und eine Sache, die zum Beispiel immer wieder, das hatten wir auch schon mal, die immer wieder Teil der Diskussion wird, ist die Machtverteilung zwischen Bund und Ländern mit den jeweiligen Aufgaben, die dazugehören. Also steht auch irgendwie drin, wer wofür zuständig ist. Und auch das kann sich über die Zeit nochmal ändern. Also grundsätzlich ist das Grundgesetz die Basis für die Art und Weise, wie dieser Staat funktioniert. Man kann über alles streiten, aber ein paar Grundsätze muss man halt einfach einhalten. Und dazu empfehle ich die Artikel 1 bis 20. Ja, so viel von mir für den Moment. Thematisch dazu habe ich auch mal ein großartiges XKCD-Comic gepostet. Wer das noch nicht kennt, hat hoffentlich ein klein wenig Freude daran. Das auch nochmal Freedom of Speech thematisiert. Das finde ich ganz wundervoll, genau dafür. So, und ich wollte jetzt kurz was über Physik erzählen. Und zwar hat sich Edelhack dazu bewegt gefühlt, Kanalpunkte für Physik rauszutun. Und ich würde thematisch mal direkt da drin bleiben. Ich habe zwar noch so zwei, drei andere Themen im Kopf gehabt, aber da wir jetzt auch schon so viel über Politik gesprochen haben und über Diskriminierung und so weiter und so fort, würde ich gerne mal über ein Thema sprechen, was halt tatsächlich auch direkt damit zu tun hat. Nämlich die furchtbare Bewegung der deutschen Physik.
Das ist etwas gewesen, oder auch arische Physik genannt. Etwas, das nach dem Ersten Weltkrieg aufkam in der Wissenschaftsgemeinschaft. Von wem getrieben, kann man nicht genau sagen. Aber es ging größtenteils darum, dass, dass rassistische Ansichten dadurch verstärkt werden sollten. Also es war schon in der Zeit, dass Nationalsozialismus aufgekommen ist, so in den 20ern. Aber es gab natürlich auch, das soll das jetzt nicht in verteidigen, aber gerade zu dem Zeitpunkt war unglaublich viel los in der Physik. Nämlich die deterministische Physik wurde ein klein wenig aufgebrochen. Erstmal kam die Quantenmechanik hervor, dass wir uns mit Wahrscheinlichkeiten auseinandersetzen mussten. Dieser berühmte Spruch, Gott würfelt nicht, wo man nochmal Religion mit einbezieht, dass Menschen, also Gott würfelt nicht, kam von Albert Einstein, wird ihm ja jedenfalls zugeschrieben. Er gesagt hat, na, also Wahrscheinlichkeitsverteilung, das so funktioniert die Physik dann doch nicht. Aber auch das Relativitätsprinzip. Denn tatsächlich war es so, ist eigentlich sehr bemerkenswert, dass gerade am Anfang des 20. Jahrhunderts WissenschaftlerInnen, die aus jüdischen Kontexten kamen, relativ federführend darin waren, diese Umstürze zu machen, also diese neuen Weltbilder einzuführen. Albert Einstein, Max Born, Wolfgang Pauli. Max Born kennen vielleicht nicht so viele, aber hat genauso viel auf dem Bereich der Quantenmechanik gemacht, wie auch im Bereich der Relativitätstheorie. Und andere prominente deutsche Physiker, zum Beispiel Werner Heisenberg, der wurde in der Logik der deutschen Physik als weißer Jude verunglimpft. Und tatsächlich begann so in den 20er Jahren, Anfang der 30er Jahren, wurde versucht, diese deutsche Physik, die halt Dinge wie die Relativitätstheorie ablehnte und es mit anderen Erklärungsansätzen versucht hat zu erklären, beispielsweise mit dem Äther, der Quatsch ist, nur so nebenbei. Also, dass es ein Medium gibt, in dem sich elektromagnetische Wellen ausbreiten und dass es nicht einfach etwas ist, was ohne Medium passieren kann, mit solchen Erklärungsansätzen oder dass halt drumherum gerechnet wurde. Das wurde versucht zu institutionalisieren, zum Beispiel über den Vorsitz der Deutschen Physikalischen Gesellschaft oder Förderung, Forschungsförderung wurde versucht zu beeinflussen über die Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Also die haben Forschungsgelder bewilligt. Gott sei Dank, oder auch Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es diese Notgemeinschaft. Das wurde größtenteils, Gott sei Dank, von der Wissenschaftsgemeinschaft, also von den Physikerinnen und Physikern in Deutschland abgewendet. Also in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft wurden nicht VertreterInnen der deutschen Physik in den Vorstand gewählt, sondern der richtigen Physik, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also nicht ideologisch aufgeladenen Physik. Und da gibt es sehr, sehr, also wer sich da einlesen will, das ist zum Haare raufen. Es gab auch die deutsche Mathematik und die deutsche Chemie. Aber da die Physik zu dem Zeitpunkt so weltbildformend war, dass solche Sachen angegriffen wurden wie Determinismus, also dass man mit Wahrscheinlichkeiten rechnen muss, dass Dinge nicht komplett vorhersehbar sind. Wir kommen aus einem Weltbild, wo wenn man nur genug Wissen ansammelt, dass man dann alles vorausberechnen kann, und damit wurde gebrochen, indem festgestellt wurde, dass es Quantenmechanik gibt, wo es ein Maß von Unbestimmtheit eingebaut ist in die Natur. Das Relativitätsprinzip, was mit vielen Dingen aufräumt und wo auch Ungewissheiten hineinkommen und wo wir einen neuen Blick auf den Kosmos bekommen. Und das sollte abgewendet werden mit dieser ideologisch aufgeladenen deutschen Physik. Das ist halt krass. Das ist auch nochmal interessant, sich dieses Ausmaß vorzustellen, worauf
nationalsozialistische Überzeugungen tatsächlich Einfluss hatten zu diesem Zeitpunkt. Wir sprechen hier von Dingen, also wenn es um den Vorsitz der Deutschen Physikalischen Gesellschaft geht und die deutsche Physik, das war 1933. Da, wo Machtergreifung erst, also ne, wir sprechen nicht von der, wo Hitler bereits an der Macht war, sondern Bewegungen während, also vor der Machtergreifung. Und wer sich da genau reinlesen will, der, es gibt einen relativ ausführlichen Artikel auf Wikipedia. Und die deutsche Chemie und deutsche Mathematik ist auch etwas, was so, was einem irgendwie mehrere Schauer über den Rücken treibt, wenn man sich damit genauer beschäftigt. Und das ist halt, wenn Wissenschaft mit Ideologie vermixt wird. Mir fällt es jetzt schwer, daraus eine Brücke in die Jetztzeit zu werfen, aber dann hau sie raus. Das wäre meine Physik, dass es tatsächlich eine dunkle Stunde in der Wissenschaftsdisziplin der Physik gab, nämlich die sogenannte deutsche oder arische Physik, die, ja, ich habe es jetzt gerade schon erzählt, aber schlag deine Brücke, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, Edelag, du bist zufrieden mit dem kurzen Exkurs über dieses Thema. Erstens, ich finde es super interessant, das jetzt gerade noch mal zu hören, wie sich bei deiner Wissenschaftsdisziplin entwickelt hat in dieser Zeit, weil, naja, wenn wir uns darüber unterhalten, warum es ein Wissenschaftsfreiheitsgesetz gibt oder warum Wissenschaft frei von politischer Einflussnahme sein sollte, dann sind wir genau in solchen Beispielen, wie du sie jetzt gerade angebracht hast. Und das ist zum Beispiel ein Paket, und jetzt komme ich zu meiner Brücke, das ich nicht habe. Weil die Politikwissenschaft in der Bundesrepublik hat sich halt nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach der Gründung der Bundesrepublik, entwickelt und hat eher Traditionslinien ins Staatsrecht hinein. Also es kam eher aus dieser Perspektive. Politische Theorie ist klassische Philosophie, also da nehmen wir uns sozusagen rein von der Analyse. Doch, also da gibt es schon Unterschiede, aber da war halt der ein oder andere Philosoph dabei. Also in meinem Fach gibt es einfach super viele Anleihen bei ganz vielen anderen Fächern, ohne die wir, da sind wir bei dem, was ich letztens gesagt habe, ist Politikwissenschaft überhaupt eine Wissenschaft? Laut meinem alten Chef, der Soziologe ist nicht. Wir brauchen halt die anderen Wissenschaften. Wir sind an sich eine relativ junge Disziplin in der Bundesrepublik. Und das hat auch, ich empfinde den Ansatz ganz, ganz spannend, weil Politikwissenschaft immer das Problem hat, dass man einerseits, wie jede Sozialwissenschaft, man kann denjenigen, der es unterrichtet oder das Buch, das man liest oder den Text, den man liest oder wie auch immer, den kann man nie komplett loslösen von der jeweiligen Zeit, in der dieser Mensch lebt oder aus der Perspektive, aus der dieser Mensch kommt. Und das muss man halt irgendwie immer wieder in den Kontext setzen. Genauso wie ich bin in der DDR geboren. Dass ich nochmal eine ganz andere Perspektive habe auf so Sachen wie Meinungsfreiheit oder Diktatur und Demokratie, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter verwunderlich. Und die größte Herausforderung, die man halt so hat als Wissenschaftlerin, glaube ich, ist, dass man dort eine entsprechende Haltung entwickelt. Und in meinem Fall ist die relativ klar. Und ich glaube aber auch, dass das wichtig ist, das transparent zu machen. Dass auch diejenigen, die es hören und die es lesen, wissen, warum das so ist. Warum man bestimmte Dinge sagt. Und das nicht einfach nur rauszuhauen als Fakt, sondern einfach das immer nochmal einzuordnen, zu begründen und auch zu sagen, warum es andere Menschen anders sehen. Und dass das auch okay ist. Nur weil mir irgendwas nicht gefällt, was wer anders sagt, heißt es jetzt nicht, dass ich diese Person verteufle oder sonst irgendwas. Das ist okay. Ich habe mir angewöhnt, dennoch mit Menschen Bier trinken zu gehen. Im Zweifelsfall. Um mich dann auszutauschen. Mhm. Und das, glaube ich, gehört einfach auch zur wissenschaftlichen Ehrlichkeit. Einerseits die Haltung zu haben, aber die auch transparent zu machen. Horst, die schreibt was Interessantes. Diese jüdische Schulmedizin als Überleitung, ja, das war auch tatsächlich geprägt von Propaganda in der Zeit, ne? Also dass
die Schulmedizin, also die wissenschaftsbasierte Medizin, evidenzbasierte Medizin, als jüdisch verteufelt wurde und dann halt auch, also das Fass möchte ich jetzt gar nicht aufmachen, aber viel ist auch in diesen alternativmedizinischen Heilmethoden, das war auch sehr, sehr beliebt bei den Nazis. Über die Verknüpfung bin ich mir jetzt gerade nicht 100% im Klaren. Psychologie mit Freud hat ja auch ähnliche Probleme und Horst, sie sagt jetzt nur, die Pädagogik wurde danach kritisiert, weil sie es nicht verhindert hat. Bei der Pädagogik gibt es ja noch ganz, ganz andere problematische Sachen, unter denen wir heute noch leiden. Da habe ich einen total spannenden Artikel. Ach, den finde ich jetzt so spontan nicht, aber es gab diese Bücher mit den Handreichungen für werdende Mütter und sowas, wie man den Tyrannen verhindert. Hara, genau. Ja, wie man den Tyrannen im Kind verhindert. Also, dass man Kinder schreien lassen muss, damit sie lernen, dass man nicht sofort springt und so weiter und so fort. Das ist auch interessanterweise aufgeladen, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Genau, aber diese Werke, da wurde das deutsche Mutter rausgenommen und die wurden bis in die 60er Jahre immer noch unkritisch und nicht in die NS-Zeit einsortiert. Aber die Ideologie, die dahinter steckte, war halt auch, die Bindung zwischen Nachwuchs und Eltern zu schwächen, damit diese Institutionen wie Hitlerjugend und so weiter und so fort dazu führen konnten, damit die Nazi-Ideologie weiter fortbestehen kann. Das steckt damit drin. Das ist jetzt meine Analyse, aber ich habe darüber auch einen klugen Text gelesen. Ist schon eine Weile her und ich weiß nicht mehr wo. Aber ich habe auch mit meiner Linda, mit meiner Frau darüber gesprochen und die hat auch, was das angeht, einiges dazu geforscht. Die ist Pädagogin und die hat mir das mal so in Kurzabrissen dargelegt, wie furchtbar diese Sachen sind, die da immer noch aus der Nazi-Zeit tatsächlich Altlasten in so sollte Erziehung in den 60er oder 70er Jahren sein in Deutschland hineinreichten. Also das ist auch echt abgefahren. Danke, dass du den Namen wusstest. Hara, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Oh, wirklich? Im Osten ging das auch genauso in diese Richtung. Ich habe jetzt die westdeutsche Perspektive erzählt. Also ich musste auch gerade so, ich war gerade froh, dass das Horst hier auch reingeschrieben hat, weil auch da gab es ein Bild. Genau wie es auch da, ich habe auch nur die westdeutsche Perspektive übrigens gerade erzählt, was die Politikwissenschaft betrifft. Dieses Fach gab es ja in dieser Form überhaupt nicht. So, da konntest du Marxismus, Leninismus studieren, wenn du mochtest, also so. Es war auch nach der Wiedervereinigung oder Beitritt oder welches Wording wir jetzt auch irgendwie verwenden wollen, tatsächlich auch eine Herausforderung an den Schulen. Weil auf einmal war Sozialkunde ein Unterrichtsfach, aber du hattest ja keine ausgebildeten Sozialkundelehrer, sondern hattest Leute, die waren ausgebildet in Marxismus, Leninismus. Und das macht einfach einen fundamentalen Unterschied. Genau wie es einen Unterschied macht, ob ich mich als Politikwissenschaftlerin mich mit unterschiedlichen Ideologien, mit unterschiedlichen politischen Systemen beschäftige, sie vergleiche, sie analysiere, sie wie auch immer einordne, nach konkreten Kriterien, oder ob ich eine bestimmte Ideologie verfolge. Und das, wir haben uns heute schon mal über Traditionslinien unterhalten. Ich glaube, beim letzten Mal ging es um politische Sozialisation und wie lange das dauert, bis das sozusagen reflektiert und gegebenenfalls rausgewachsen ist, wenn man sich dagegen entscheidet, das nicht weiter anwenden zu wollen. Und da sind wir genau an der gleichen Stelle eigentlich. Also es gibt so Sachen, die wiederholen sich immer nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit unterschiedlichen Bezugssystemen. Aber ob wir jetzt über das erhabene Bild der Mutter reden und die Frage, wie gleichberechtigt Frauen in der DDR waren, aber da würde ich jetzt auch das nächste Thema aufmachen. Ja. Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind ist auch, ich habe gerade mal geguckt, also da gibt es auch einen sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel zu, aber ich schmeiße es mal ganz kurz in den Chat, aber dann machen wir jetzt auch mal weiter, oder? Wenn Mama früh zur Arbeit geht. Ach, alles klar. Horsti kam mir zuvor. Danke, Horsti. Ja. Okay, ja,
Ja, aber schön, dass das so, also schön, worüber wir reden, jetzt nicht zwangsläufig, aber ich mag diesen Austausch, dass wir uns, ich habe jetzt auch viel über Politikwissenschaft gelernt. Danke für die Einordnung. Ja, gleichfalls. Und danke, Horsi. Ja. Für die Einordnung aus der Pädagogik, weil da schließen sich ja im Endeffekt die Kreise. Mhm. Und wir sind... Wissenschaft ist Entschuldigung. Ein... Nur, ach, ich krieg's immer noch nicht hin, den richtigen Moment abzupassen. Ich Alles übe. Gut. Wissenschaft ist halt auch von, einfach auch nur von Menschen gemacht und Menschen sind geprägt von der Zeit, in der sie leben. Und da gibt's genug Sachen, an denen man noch arbeiten könnte, wenn man sich das Wissenschafts- und Hochschulsystem in der Bundesrepublik anguckt. Oh ja. Oh ja. Aber Gott sei Dank haben wir eine starke Bewegung hin zu einer guten wissenschaftlichen Praxis. Die wird jetzt auch gerade forciert von der Deutschen Forschungsgesellschaft, was ich sehr, sehr begrüße. Dass es so weit kommt, dass ich diesen Verein nochmal so lobend erwähne. Aber die haben tolle neuen Überarbeitungen des Kodex für was ist das Selbstverständnis eines Wissenschaftlers und einer Wissenschaftlerin rausgegeben vor 2 Jahren. Und da ist sehr viel Kopfnicken angesagt. Das ist aber ein Thema für später. Ich wollte darauf eingehen, dass wir, obwohl wir eben ziemlich viel Geld ausgegeben haben, schon wieder Überschuss von 2,5 Milliarden haben und unsere Schulden langsam zurückgehen. Unser BIP wächst, obwohl die Weltwirtschaft weiter auf einem niedrigen Niveau weitergeht. Sehr gut. Romy, es wird Zeit für Wirtschaftsförderung? Oder? Super gerne. Super gerne. Was machen wir denn für die Wirtschaft an dieser Stelle? Nee, da wollte ich nicht draufklicken. Ich wollte hier draufklicken. Wirtschaft. Tja, was können wir machen? Subventionen für die ländliche Entwicklung. Ich weiß, dass ich damit offene Türen bei dir einrenne. Wir tun was für die Landwirtschaft. Schienennutzung. Ich wohne in Sachsen. Ja, ich komme aus Sachsen, wohne in Sachsen-Anhalt. Bei Subventionen für ländliche Entwicklung hast du mich auf jeden Fall. Ja, also... Sollen wir das machen? Oder ich hätte auch noch Subventionen für vertikale Landwirtschaft. Übrigens ein unglaublich cooles Konzept. Also, dass man städtischen Raum, dass man Gärten auf Dächern pflanzt, dass man in stillgelegten, abgelegenen Tunneln tatsächlich Gewächshäuser einrichtet und so. Da gibt es eine geile Initiative vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum tatsächlich. Hm. Auch interessant... Absolut. Da gibt es super spannende Modellprojekte, die dann irgendwie noch mit einer Fischfarm verbunden sind. Schon ziemlich cool. Allerdings bin ich eher für den ländlichen Raum. Und hoffe, ich habe es gesehen im Chat. Ich sag dazu gleich noch was. Ich bin eher für die Subventionen im ländlichen Raum. Das hat aber was damit zu tun, dass wir es einfach ein bisschen breiter streuen können. In dem Moment, wo wir die Subvention nur für diese vertikale Landwirtschaft rausgeben, verengen wir den empfangenden Kreis total. Und ich bin mir auch an der Stelle nicht sicher, ob wir diesen Bereich nicht über Gründerförderung und Co. auch schon mit abdecken, weil ja eigentlich das Ziel ist, dass Wirtschaftszweige sich nicht vorrangig durch staatliche Subventionen erhalten, sondern tatsächlich wirtschaftlich agieren können. Mhm. Und da wir für kleine und mittelständische Unternehmen auch schon einige Geschichten haben, bin ich hier eher für die Subventionen im ländlichen Raum. Diese Argumentation kann ich sofort folgen. Und das würde ich auch einführen. 13 politischer Einfluss kostet. Jetzt ist die Frage, auf welchem Niveau? Mittel geben wir 800 Millionen aus. Und das ist schon Arbeitslosigkeit einfach mal -7%. Das lohnt sich richtig. BIP plus 2,3%. Kfz-Nutzung geht ein bisschen hoch, Schienennutzung aber auch. Gleichberechtigung und geringere Einkommen finden uns toll. In welche Richtung hättest du gerne geschubst, den Regler? Oder möchtest du so im Mittleren lassen? Ich würde es gerne in dem Mittleren lassen. Okay. Höher würde ich es ungern nehmen. Das hat vor allem was mit der Kfz-Nutzung zu tun. Mhm. Runter würde ich nicht so gerne gehen, weil ich diesen Dash auf die Arbeitslosigkeit tatsächlich ganz gut finde. Ja.
Insofern finde ich diese mittlere Perspektive oder diesen Mittelwert ganz gut. Okay. Wir sind nicht mehr Land der Frühaufsteher. Ich glaube, bei uns wechselt das jetzt immer. Gibt es total viele Welterbestätten. Und ich glaube, zum Lutherjahr gab es dann anstatt der Frühaufstehergeschichte quasi so ein Lothar-Schild. Und ich weiß auch nicht, ob man sich damit brüsten sollte als Bundesland, dass die Leute früh aufstehen, weil sie auspendeln. In ein anderes Bundesland. Ja. Ich finde das Motto von Brandenburg so wundervoll. Brandenburg, es kann so einfach sein. Ich finde es schön. Ich finde es wirklich schön. Ich hätte jetzt gesagt, bei dieser Nummer hier, lass uns da hingehen. So auf nicht ganz eine Milliarde. Und wir gucken bei Transport, ob wir was gegen, weil Kfz-Nutzung, wir müssen eh noch was gegen die Lungenerkrankungen machen. Lass uns nochmal Gegenmaßnahmen bei Kfz-Nutzung gucken, dass wir noch mehr auf ÖPNV gehen oder sowas. Wäre mein Vorschlag gewesen. Das finde ich gut. Und wir können auch noch das Carpooling, also hier die Fahrgemeinschaften und so, die gab es, glaube ich, ja auch noch. Ich glaube, die haben wir schon eingeführt, aber dann machen wir es erstmal so, ja? Ja. Okay, und Carpooling haben wir eingeführt? Könnten wir hochsetzen? Für relativ wenig, was direkt nur auf Kfz-Nutzung, also es ist eine Werbekampagne, wo wir auch kaum politisches Kapital brauchen, wo wir einfach mal 20 Millionen für ausgeben und die Kfz-Nutzung um 3% reduzieren. Das wäre das direkt gecountert, den Effekt. Ich finde es gut. Es ist tatsächlich genau der Ausgleich. Und wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir mal wieder Geld sparen müssen, wäre das einfach, weil es wieder eine Werbekampagne ist, das, was wir auch problemfrei einstampfen können, ohne dass es krasse Auswirkungen auf einzelne Menschen direkt hat. Genau. Weil es eben nur eine Werbekampagne ist. Ja. Wir fördern jetzt den ländlichen Raum. Ich würde gerne jetzt nochmal so hier kurz gucken. Wir sind bei den Atemwegserkrankungen, geht es wieder ein bisschen hoch, weil unser BIP halt einfach auch steigt. Ich würde vielleicht einfach mal hier drauf gucken. Umwelt sieht gut aus. Wiederaufforstung, Zuschüsse für Neuwagen, Kfz-Nutzung und Tabakkonsum. Ja, wir tun ja jetzt... Wir könnten noch gucken, ob wir... Tatsächlich, nee, Transport, das ist alles teuer. Wir könnten halt hier schauen, ob wir beispielsweise in der Telearbeitsinitiative nochmal ein bisschen hochgehen, um hier auch Kfz-Nutzung noch weiter zu reduzieren. Das können wir gerne machen. Ja, klar, warum nicht? Also man könnte jetzt sich auch über steuerliche Geschichten unterhalten, was man an technischen Digitalgeräten oder wie auch immer absetzen kann und in welcher Höhe und wie lange. Mhm. Da wir das aber nicht können in diesem Feintuning, können wir auch einfach die Telearbeit-Initiative einführen. Ja, es kostet uns kein politisches Kapital. Wir sind im Moment bei 140 Millionen. Ich hätte es gesagt, so an diese Grenze nicht ganz verdoppeln. Ja. Und wir haben damit fast 2,7% weniger Kfz-Nutzung. Ja, das ist doch super. Ja, machen wir mal. Guerillaschieb, schön, dass du da warst. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke. So, und ansonsten hätten wir noch Initiative für Elektroautos. Die ist relativ teuer. Tut gut was für die Umwelt, Umstellung auf Elektroauto, aber die wirkt sich auch nicht direkt auf Kfz-Nutzung aus. Ist, glaube ich, ein sehr teurer Regler, wenn wir da dran gehen.
Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, lass uns nochmal bei Wirtschaft gucken und da hätten wir einen Handelsrat. Internationaler Handel und Auslandsbeziehungen. Hm. Den könnten wir uns noch gerade so leisten und ist auch kaum teuer. Wäre sinnvoll. Ja. Oder wir sparen uns die 6 auf und nehmen sie mit. Ich glaube, den Handelsrat im Sinne der Auslandsbeziehungen und auch des Handels, das kann nicht schaden. Wir müssen halt einfach nur gucken, dass so dieses typische Ding, Binnenhandel und Außenhandel, so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten, damit uns nicht da das eine oder andere durch die Finger gleitet. Aber das Problem haben wir hier nicht. Insofern lass uns das gerne auf so einem Niveau lassen. So, nicht so in der Mitte, bewegen. So. Unter 50 wäre gut. Ja, dann so. Finde ich gut, finde ich super. Es klappt runter. Gut, dann nehmen wir die 4 mit. Ich gucke nochmal auf unsere Popularität. Da sind wir Wahlabsichten und durchschnittliche Zustimmung. Da geht es bergauf. Überschuss. Ich bin jetzt gespannt, was nächste Runde kommt. Wir haben ein bisschen was ausgegeben, aber gar nicht so viel. Da müsste noch was übrig bleiben.